Was, war das jetzt die Hexe, die uns beobachtet hat? Das ist fucking gruselig. Oh. Oh. Okay, das ist fucking creepy. Alter. Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Alter, was? Miu! Nee. Blöder Drecksack. Oh, das kann ich auch. Das habe ich auch vorhin gemacht. Shit. Renn! Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Du sollst rennen. Danke für die ganzen Follows. Oh, oh nein. Die Türen sind jetzt alle offen. Ich mache quasi 80% Just Chatting und spiele hin und wieder City Skylines. Nein, 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 halt, halt, nein! Ah, 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 fuck! Ah, ah. Ah ja. Den wollten wir ja eh loswerden, ne? Also... Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse! Alter! Ich hab Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Alter, was soll... Das ist jetzt alles andere als angenehm, was verspreche ich dir. Läuft jetzt gerade alles ziemlich kacke. Ah, shit. Wir hätten ihn auch wieder rausbekommen müssen. Der wird uns jetzt wahrscheinlich auch umbringen mit dem Messer. Ich meine, ich werde noch einen zweiten Run machen und ein bisschen was anders versuchen, aber... Ich meine, die Todesszenen sind auch gut zu sehen. Mehr oder weniger. Der Typ ist so fucking gruselig, ne? Ist einfach ein Schrank. Passt der überhaupt hier durch? Er wird sterben. Er spielt mit uns einfach Fang, ne?
Oh, okay. Komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, Blade. Versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst krieg ich Ärger. Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe. Au, das tut echt weh. Dad! Das ist aber, glaube ich, unser Ende, ne? Laura! Oh! Ich bin's! Was ist nur mit dir passiert? Eigentlich nichts Besonderes. Diese Reaktion. Ich wurde noch nie gestochen, Dad. Dein erstes Mal. Wie schlimm ist es? Jetzt weiß ich, was sie meinen mit retten. Es tut mir leid. So schlimm, ich muss ja? ihn beißen. Ich muss ihn beißen, um ihn zu retten. Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Chris ist im Grunde... Und meins. Und das von Max. Chris ist im Grunde der Haupt... Also der Haupt... Rieger, sozusagen. Wenn wir ihn killen, zerstören wir die Kette, die er ausgelöst hat. Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Tun wir's? Wir machen's einfach. Tu es. Okay. Damit zu verlieren. Ach. Außer jetzt zu sterben. Weich und saftig für dich. Weich und saftig, Irgendwie ist am liebsten. Aber wenn er gar nicht der Erste war, dann haben wir ein Problem. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Adalas.
müssen weg. Wir müssen. Dankeschön, Duri. So stellt man sich das sexy Tail vor. Ja. Ja, wenn man nicht gerade hinschaut, stimmt schon, Pock. Theoretisch müsste das eigentlich auch funktionieren, Sense, ja. Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Warte, meine auch zu. Was soll der mal austesten, ne? Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Extra Speech? Ja, das funktioniert. Noch nicht. Such weiter. Immer noch Dürre. Ja, ich schütze mich hier tot. Schlaf schön, Queenie. Also gleich. Also mein Zimmer ist sehr heiß. Draußen ist es eigentlich angenehm. Angenehmer draußen ist hier drin. Liebe, ne? Ben, Liebe auch. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Sieht echt kacke hier aus. Sehr ungemütlich, muss ich sagen. Aber die Knarre, sie kann gut zielen, hoffe ich. Ich hoffe, auch unter Panik und Angst kann sie gut zielen. Wäre so schlecht. Gehe ich überhaupt lang? Scheiße, diese Kackgeräusche. Dein Energy ist schon leer. Fast ja. Aber ich trinke den jetzt nicht mehr weiter. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Naja. Aber sicherer ist, wissen wir nicht.
kleines Labyrinth hier. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen, die Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verworben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Was ist das? Versicherungsvertreter. Siehst du das, Caitlin? Ich erschrecke mich die ganze Zeit mit diesen scheiß Lichtern, ne? Die so angehen. Das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen, das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen einen schnell getroffenen Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, das ist beides schlimm. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Aber hier ist so viel zum Anschauen, das ist schon krass. Oh, ist schon 2.07 Uhr, ich darf eigentlich nicht mehr so lang machen. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Tee. Mhm. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Mhm.
weiß gar nicht, wo ich langlaufen soll. Sind wir im Kreis gelaufen? Ja, toll. Mal hier oben, keine Ahnung. Echt verwirrend hier. Ein Auto. Ich glaube, ich soll das irgendwie runterholen. Hallo Slani, dankeschön für den Raid. Da. Raid. Hallöchen. Na, wie geht's? Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal. Sei der Kran. Sei der Kran. Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein. Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Gott, der furchtbar. Hallo, Laxinator. Genau, das macht der Typ mit einer Hand. Ja, jetzt wird's schwierig, aber wir kriegen das schon hin, irgendwie. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht vom Auto zerquetscht, wenn sie da... Gut. Sieht aus, als hätte hier... jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Der Nerv von Ubisoft und Steam, oh je. Willkommen zurück, Greifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Okay. Das war gar nicht laut. Haben wir jetzt Quicktime-Events? Oh nein, ich sehe schon, sie wird erschlagen oder so. Geh da weg! Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Können wir erst den Magneten weg? Was? Los!
Alter! Musik ist super. Das ist no copyright music. Oh, ich sollte aufpassen. Ich sollte gerade aufpassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her, Motherfucker. Hallo Kriel. Da bist du platt, was? Ja. Ich hab eher gedacht, sie wird da drunter liegen, aber. Scheiße. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So, das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Du siehst wilde Sachen, besser ja. Besser als hier offen rumzustehen. Los. Schrecklich gerade. Also zwei sind tot schon. Also schon. Die eine habe ich bewusst in den Tod geschickt, am Anfang. Und den anderen eher, naja, nicht unbewusst. Das war ein Unfall. Aber den macht. Im Grunde sind die beiden, die gestorben sind, diejenigen, die ich auch loswerden wollte. Ja. Eigentlich. Melde ja. dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Oh nein, Abby ist ganz alleine. Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. So ein Unfall. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt. Ein Unfall. Sie ist ganz alleine. Scheiße. Nein, Abby. Was mache ich jetzt? Wir versuchen jetzt zu überleben, Abby, okay? Weil du bist eigentlich voll in Hallo? Ordnung und so. Und sie ist genau in dem Keller, wo alles passiert ist. Scheiße. Ist da jemand? Abby ist sowas von tot. Sag tschüss zu ihr. War nett mit ihr. Wir haben nicht mal eine Taschenlampe. Ach, ist doch kacke. Was hast du jetzt da gemacht? Hierophant, mein Baby, siehst du, was sie uns antaten, diese Grauen? Er ist da draußen, ganz allein, und am Vollmond jagen sie ihn. Gewappnet mit Silber, denken sie, brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder, kleine Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen, du darfst nicht diesen Weg folgen. Hast du verstanden? Ich habe dir noch die ganze Zeit geholfen. Kleiner Silas? Wer ist das denn jetzt? Den weißen Wolf müssen wir ja im Grunde killen, damit alles ein Ende findet.
Da ich jetzt gerade keine Lampe habe, ist das jetzt sehr ungemütlich hier. Naja, dann schrecke ich mich halt. Fuck. Also diese Geistertante hat es ja voll auf sie abgesehen, ne? Oh nein. Deshalb ist das Licht aus. Aha. Der Jäger muss hier gewesen sein, bevor er uns angegriffen hat. Die Hexe macht mir auch Angst, weil sie ist halt sichtbar und dann wieder nicht und flüstert uns die ganze Zeit ins Ohr. Und dann ist die Frage, wer ist diese komische Tante mit den Tarotkarten? Ist es die Hexe oder... Weil sie sieht ihr sehr ähnlich. Die lebt noch. Ja, die lebt noch. Noch. Da wir jetzt ganz alleine unten im Keller sind. Und das führt jetzt zu der Dachluke oben, ne? Falltür. Stöhne nicht so. Alter, in dem Keller würde ich aber auch nicht bleiben, ganz ehrlich. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht mit dir in dem Haus rumeiern, ganz allein. Vollmond. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Alles klar, Sense, schlaf schon. Danke, dass du da warst. Mir geht's bald besser. Ja, sie lebt noch. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Shh. Was? Dabei fängt auch sich an zu verwandeln, ne? Was die denn für dumme Sprüche einfach raushauen? Oh Gott, ey. Rotkäppchen. Vorsichtig. Yep. Killer-Sofa, was machst du denn hier? Hast du genug gefedert? Dann machst du so große Augen, ja. Alter, seht ihr den nicht oder was? Ich seh den von hinten schon. So ein Arschloch. Brian.
glaube, das ist er. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute fertig kriege, aber danke, dass du da warst, Ben, und schlaf schön. Oh Gott. Nicht jetzt, nicht jetzt. Komm schon. Silberbeschlag. Bobby! Die Waffe! Dankeschön für den Raid. Alter, was zum Fick ist denn... Alter, was zum Teufel? Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich gar nicht mehr. Ich meine das ernst. Besonders, weil mir Gewürm erledigt ist. Ein Rest ist noch übrig, aber es bleibt noch Zeit. So, sag, was hast du gefunden? Sollen wir mal schauen? Die Sonne. Was ist gerade passiert? Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Ich will nicht mehr. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Alles hat Bedeutung. Jede Entscheidung vermag, die Balance gleich zu erschüttern. Lass dir Zeit. Denk. Überlebe. Vielleicht. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein. Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Nein. Die Wahrsagerin, ne? Vom Zirkus. Was haben sie getan? Was haben sie getan? Ah! Alter, ich brauche mal kurz Pause. Jetzt spielen wir die. Was zur Hölle? Was zur verfickte Scheiße? Ich kann nicht mehr. Was passiert hier? Das liegt daran, Carmin, dass ich nicht jetzt halt perfekt spielen möchte, sondern halt alles ausleben möchte. Die erste habe ich halt mit Absicht sterben lassen und so. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt
100% sage, die müssen jetzt alle überleben oder so. Das ist ja langweilig. Ich will ja noch einen zweiten Run machen und dann noch andere Sachen mir anschauen. Der erste Run läuft, ist halt... Ist mir scheißegal. Und ja, eben hatte ich ein bisschen Tatsache Hemmung auf Laura zu schießen. Weil das hätte sie vielleicht killt, aber ich weiß es nicht. Man wird sehen im zweiten Run dann.